Von anna-roth-coaching.com und heute gibt es wieder ein spannendes Gespräch mit der Heidi Marie Wellmann von heidimariewellmann.com, ihrer super tollen neuen Webseite. Ihr müsst da unbedingt drauf schauen, denn wir haben heute ein Gespräch zum Thema Reichtum und Fülle. Und Heidi ist Expertin in diesem Bereich. Sie ist seit 20 Jahren in dem Bereich tätig. Sie bildet sogar Coaches aus. Und heute sprechen wir darüber, wie wir unseren Reichtum und die Fülle vermehren können. Natürlich auch, welche Blockaden wir damit noch haben, damit was uns verhindert, in Reichtum und Fülle zu kommen. Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Übung. Und ja, bleibt unbedingt dran. Das ist super spannend. Ich begrüße jetzt erstmal Heidi und ja, sie wird uns dann auch weiterführen, weiterleiten und uns zu dem Thema spannende Dinge erzählen. Hallo Heidi. Hallo liebe Anna, schön, dass ich wieder im Gespräch mit dir bin und schön, dass ich vor allen Dingen über dieses sehr, sehr wichtige Thema Reichtum, Fülle, Finanzen sprechen kann, weil es ist nämlich wirklich ein sehr, sehr wesentliches Thema, wenn es um ja, ein glückliches, erfülltes Leben geht, vor allen Dingen, wenn es auch darum geht, die Berufung zu leben. Eine kleine Korrektur wollte ich noch sagen, meine neue Seite, wo ich super stolz drauf bin, ist nicht .com, sondern .de, nur so eine kleine Korrektur. Aber ich möchte gleich loslegen und ich habe ja 9 Punkte sozusagen möchte ich ansprechen, die wichtig sind aus meiner Sicht, wenn es um dieses Thema ja, Geld, Reichtum, Fülle, Finanzen geht. Es sind meines Erachtens so 9 Faktoren, die man näher beleuchten sollte, beziehungsweise wo man ein bestimmtes Bewusstsein dafür haben sollte oder entwickeln sollte. Und der allererste Punkt ist, und das ist auch der spannendste Punkt, nämlich sich zu hinterfragen, welche Glaubenssätze man zu dem Thema Reichtum, Fülle und Finanzen hat. Und das kennen wir alle. Wir haben alle bestimmte Denkmuster, Glaubenssätze und auch dementsprechend Verhaltensweisen uns antrainiert. Und Glauben, das sind Wahrheiten. Ja, so wer kennt die Glaubenssätze nicht, wie Geld wächst nicht auf Bäumen oder hey, von deiner Berufung kannst du nicht leben, das ist nur so ein paar Menschen vorbehalten und für dein Geld musst du hart arbeiten und so weiter. Was auch immer wir gehört haben. Und das Spannende ist, dass wir diese Glaubenssätze, das sind ja keine Wahrheiten, sondern das sind übernommene, Muster sozusagen, meist auch völlig ungefiltert aus unserer Kindheit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns erstmal im allerersten Schritt sozusagen unseren Glaubenssätzen stellen. Aber das kennst du ja bestimmt auch, Anna, oder? So Glaubenssätze rund um das Thema Geld oder nicht dienliche Glaubenssätze, oder? Also ich kenne es auch, genau. Und ich weiß zum Beispiel, ein Glaubenssatz, den ich lange mit mir herumgetragen habe, war auch immer, für Geld muss man hart arbeiten und dieses hart arbeiten, das macht dann keinen Spaß. Also das nimmt mir Zeit weg, wo ich nicht genießen kann. Oder zum Beispiel auch ein Glaubenssatz bei mir war, seltsamerweise habe ich den vor 3 Wochen nochmal konkret besprochen, dass mir das Geld, hatte immer Angst, dass mir Geld weggenommen wird. Und das ist ein etwas sehr merkwürdiger Glaubenssatz, aber daran habe ich auch nochmal gearbeitet. Aber der meiste Glaubenssatz, den ich hatte, ist, für Geld muss man hart arbeiten und dass es auf jeden Fall keinen Spaß macht und dass es auch keine andere Möglichkeit gibt. Und auch, wenn man das liebt, das macht, was man liebt, dass es dann ja eher so Hobby ist oder auch, wie du vorhin sagtest, ja, kann man damit Geld verdienen. Ne? Also ja, ich kenne es auch. Ja, also das ist sehr spannend, weil von daher finde ich es wirklich sehr wichtig, dass wir uns unsere Glaubenssätze wirklich mal aufschreiben. Also wirklich mal, das ist mein ganz konkreter Tipp, notier dir doch einfach mal, wenn dich das Thema beschäftigt, was glaubst du oder was denkst du tatsächlich? Und ich meine jetzt nicht das schön Gedachte, sondern wirklich ganz tief in dir. Was kommt da zu dem Thema bei dir hoch, ja? Und ich würde dir empfehlen, das aufzuschreiben, weil es ist wichtig, dass wir uns das einfach mal bewusst machen. Und je bewusster ich mir sozusagen anschaue, was mich blockiert, desto eher kann ich sehen, ist das jetzt wirklich so oder kann ich da daran arbeiten? Kann ich sozusagen diesen Glaubenssatz auch loslassen, wie Anna das eben auch jetzt gesagt hat? Also
Es ist wichtig, Bewusstsein zu schaffen und dann kann ich mich sozusagen von diesen nichtdienlichen Glaubenssätzen lösen. So, das war der erste Schritt, der erste Punkt, der für mich sehr wesentlich ist, wenn es um das Geld geht oder Reichtum, Fülle überhaupt. Der zweite Punkt, den finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Geld, Reichtum, Fülle oder überhaupt Geld ist im Grunde einfach auch nur eine bestimmte Energieform. Und alles ist Energie. Wir sind Energie. Diese Pflanze ist Energie. Der Stuhl, auf dem ich sitze, ist eine Energieform. Es ist einfach ein Ausdruck von Energie. Und im Grunde haben wir das ja verstanden. Und in spiritueller Hinsicht sprechen wir auch alle von, wir sind alle eins und ja, und wir sind Energiewesen und so weiter. Aber praktisch leben wir das so gut wie gar nicht aus. Und das ist etwas Spannendes. Wenn also Geld auch nur eine Energieform ist, frage ich mich, schwinge ich sozusagen auf dieser selben Wellenlänge, wie das Geld schwingt, in Anführungsstrich, ja? Oder anders ausgedrückt, ziehe ich das an diese Energieform, diese Geldform, die ich auch selbst sozusagen ausstrahle. Genau, das mache ich nämlich. Also das, was ich ausstrahle, das, was ich konkreter ausgedrückt, das, was ich zum Thema Geld glaube, ja, das schwinge ich aus, diese Energieform strahle ich nach außen und das bekomme ich. Bedeutet, wenn ich denke, mein Gott, ich bin es nicht wert oder ich mit meinem, das, was mir Spaß macht, das kann ich nicht, damit kann ich kein Geld verdienen. Also schwinge ich das auch aus und es kann nicht anders sein, wie, dass mir das genau auch im Außen sozusagen gespiegelt wird. Ja, also diese Energieform, diese Energiefrequenz. Und das heißt, wenn ich Reichtum Fülle auch tatsächlich leben möchte, ist es wichtig, dass ich mich in diese Energiefrequenz hineinbegebe. Also so innen, ja, so auch außen. Das bedeutet auch hier, der Anfang war ja das mit den Glaubenssätzen. Und je mehr ich aufgelöst habe, also diese Glaubenssätze gelöst habe, die mich daran hindern, desto mehr komme ich auch in dieses Gefühl oder kann neue Glaubenssätze kreieren, die ja von Fülle und Reichtum getränkt sind. Ja. Anna, kennst du das auch oder kannst du etwas damit anfangen, was ich ja jetzt gerade so beschrieben habe? Ja, auf jeden Fall. Also ich merke auch, wenn ich zum Beispiel eine entspannte Einstellung zum Geld habe, witzigerweise ist es dann so, ja, dann kriege ich überraschenderweise Geld vom Finanzamt raus oder ach, da habe ich eine Gutschrift von der Rechnung oder ja, ich habe plötzlich, keine Ahnung, kriege plötzlich was geschenkt oder irgendwas, was ich dachte, kostet viel weniger und lauter so Sachen passieren. Oder ja, vielleicht auch sogar, es hat sich jemand zum Coaching angemeldet, ist natürlich auch toll, ne? Wenn man das so möchte. Und ich kenne das andere auch, wenn man zum Beispiel dann Angst hat, oh Gott, ja, vielleicht, was weiß ich, ich muss eine Rechnung bezahlen, wie soll ich jetzt eine Rechnung bezahlen? Dann merkt man ja, es zieht sich irgendwie alles zusammen oder man denkt, wie wird es in Zukunft sein? Wenn ich natürlich Ängste über das Geld habe, dann merke ich auch, sehe ich schon fast so bildlich, wie das alles so zusammenschrumpft. Ne? Und wenn ich die Reichtum und Fülle sehe, ich habe mich ja auch damit beschäftigt, Geld zu visualisieren oder diese Energie oder meine Einstellung dazu, dann kommt es plötzlich auch von irgendwo her. Also ich habe es auch tatsächlich erlebt. Naja, ich kenne es auch. Ja, also das ist wirklich ein sehr wesentlicher Faktor, dass wir das einfach verstehen, dass wir eben in einer bestimmten Energiefrequenz, in der wir sind, dass wir diese Energiefrequenz sozusagen auch bedienen und das auch in unser Leben ziehen. Und wenn wir das wirklich dann auch ganz praktisch, und du hast es ja auch wirklich praktisch beschrieben, das kenne ich natürlich auch. Also wenn ich es mir einfach mache, wenn es mir gut geht und wenn ich ja auch wirklich erwarte, dass alles zu mir fließt, immer zum richtigen Zeitpunkt, dann kommt das auch so genau und dann kommen auch die Rückzahlungen von ja, Finanzamt und was weiß ich nicht, von der Krankenkasse oder irgendetwas, ja, also ganz wunderbare Dinge geschehen, die man so eigentlich nicht hätte planen können. Und die meisten glauben, ja, ich weiß, das habe ich schon von anderen gehört, aber bei mir passiert das nicht, ja. Weil, das ist tatsächlich so, weil du das nicht für möglich hältst, aber wenn du dich öffnest und sagst, okay, das ist einfach nur sozusagen das, was ich da draußen sehe, also meine Rechnungen, meine Dramen, meine Finanzdramen, das ist nur in Anführungsstrich das Ergebnis von dem Tun, Handeln und Fühlen, was bis jetzt war.
Wenn ich es jetzt anders haben möchte, dann muss ich hier und jetzt sozusagen meine innere Einstellung, mein Gefühl, ja, ändern dazu. Also in die andere Frequenz, in die Energiefrequenz, mich immer mehr hineinbegeben, die mir eben das hilft, ja, sozusagen das auch einzuziehen. Und so komme ich auch gleich zu dem nächsten Punkt, zum Punkt 3, der mir besonders wichtig ist, und zwar das Bewusstsein dafür zu haben, dass wir mächtige Schöpferwesen sind. Und zwar nicht nur im, ja, ich sage jetzt mal, im übertragenen Sinn, sondern wirklich im ganz pragmatischen Sinn. Ganz ehrlich, schauen wir uns doch um. Alles, was wir sehen, dieser Laptop hier, diese Einrichtung, dieses Haus, all das ist sozusagen irgendwann mal in der Vorstellung einer Person gewesen. Ja, irgendjemand hat mal die Idee gehabt, man könnte ja zum Beispiel Informationen über Daten übertragen. Ja, diese wilde Idee hatte irgendjemand gehabt, als es Internet noch nicht gab. Sonst würde es das Internet nicht geben. Ja, wenn nicht irgendjemand die Idee gehabt hätte oder einen Stuhl zu kreieren oder das Licht, ja, und so weiter. Also alles, was wir haben, was wir sehen, ist irgendwann in irgendeinem Gedanken entstanden oder aus irgendjemand herausgekommen. Das heißt, also die Welt funktioniert nur, weil wir uns ständig weiterentwickeln. Und auch das ist eine grundlegende Wahrheit, die wir tatsächlich aber in unserem Alltag vergessen. Und das bedeutet ganz konkret für uns, wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo das Thema Finanzen, Fülle, Reichtum jetzt nicht gerade so prickelnd ist, ja, und ich eigentlich total arm bin, vielleicht in einer, keine Ahnung, in einer Einzimmerwohnung hause und kein Geld habe und mir nichts Schönes leisten kann und so weiter, dann wirklich zu verstehen, erstmal zu hinterfragen, warum ist es so? Warum habe ich mir diese Situation kreiert? Und du hast dir diese Situation kreiert. Es geht nicht hier um die Schuldfrage, ja, dass du schuld bist, sondern wir müssen einfach nur verstehen, dass es wirklich das Ergebnis ist von dem, was wir bis jetzt getan, gesagt und gefühlt haben. Und nochmal, wenn ich es anders haben möchte, kann ich es jetzt neu einjustieren. Natürlich braucht es auch etwas Zeit. Aber wenn ich verstanden habe, dass ich ein mächtiges Schöpferwesen bin, und die Macht auch habe, mein Leben so zu verändern, wie ich es wirklich will, dann kann ich da auch wirklich etwas kreieren. Ja. Und auch das, denke ich, kennst du bestimmt, Anna, oder? Ja, und ich wollte auch noch was dazu sagen. Der Gedanke kam mir gerade. Ich glaube, dass viele Menschen, die im Geldmangel sind, mit Sicherheit so eine Einstellung auch zum Geld haben, dass Geld schlecht ist oder so, ja. Oder vielleicht, dass reiche Leute schlechte oder böse Menschen sind oder so, ne. Vielleicht, weil man es auch sieht in der Wirtschaft, es gibt ja auch viel Korruption und so mit ganz viel Geld. Und vielleicht sieht man das, diese negative Seite. Es gibt natürlich auch eine negative Seite, also Betrug oder so, ja. Gibt es ja auch. Und ich wollte darauf auch nur mal kurz eingehen, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die dann auch dann sagen, das war auch ein Glaubenssatz von mir früher, dann will ich mit Geld erstmal gar nichts zu tun haben, ja. Dann kann es natürlich auch nicht kommen, ne? Ist logisch, ne. Und da habe ich dann gemerkt, oh, da muss ich mal dran arbeiten. Und das ist auch gut so. Also ich merke, es hat sich vermehrt und das Geld will natürlich kommen. Also das muss man schon auch verstehen mit dieser Energie. Und was ich sagen wollte auch, ja, man kann dann auch sein Leben nicht wegschieben. Man kann nicht sagen, ja, ich habe jetzt kein Geld und die anderen sind dran schuld. Nein, die anderen sind nicht dran schuld. Also es ist schon so, dass man sich mit seinen eigenen Gedanken seine Wirklichkeit kreiert. Und also das ist Fakt. Da gibt es keine Ausrede oder da gibt es auch nicht, ja, die Wirtschaft ist schuld, mein Boss ist schuld. Nein, das hast du dir kreiert, genauso wie es jetzt ist, mit den Gedanken. Also das sehe ich auch so, habe ich auch komplett selbst festgestellt. Das ist so. Kann ich bestätigen.
Ja, also es ist ein wichtiger Punkt und das finde ich ja wirklich sehr spannend, dass wir uns das wirklich immer wieder bewusst machen und wirklich auch verstehen, dass wir diese Macht tatsächlich auch haben. Wir müssen sie nur bewusst einsetzen und sie wirklich uns dafür entscheiden. Und dann passiert wirklich Schritt für Schritt etwas. Und ich spreche wirklich nicht aus grauer Theorie. Also ich kenne es wirklich, was es heißt, wirklich null Kohle zu haben. Also es gab Zeiten in meinem Leben und das nicht nur einmal. Also einmal gab es zum Beispiel eine Situation. Das war am Anfang unserer Selbstständigkeit. Also am Anfang war es nur wunderbar und dann so eine gewisse Zeit ging es völlig nach unten. Und da war es so, dass wir hatten Büroräume und so weiter, also was man alles so hat, ja. Und wir hatten noch nur ein paar, damals war es noch D-Mark, wir hatten nur Centbeträge, also Pfennigbeträge auf dem Konto, ja. Und am nächsten Tag sollte die Miete abgezogen werden und wir hatten sonst nichts, ja. Also ich weiß, was es wirklich heißt, null Kohle zu haben, ja. Ich bin da alles durch und deswegen weiß ich auch, dass das ein Weg ist und dass da viel dahinter steckt, aber dass ich auch die Macht habe. Nur ich habe die Macht und so wie du es eben auch schön gesagt hast, Anna, nicht die Wirtschaft war schuld und so weiter, sondern es waren meine Themen, ja, beziehungsweise mit meiner Schwester damals zusammen, es waren unsere Themen, die wir haben angehen müssen, sozusagen. Und dann komme ich jetzt gleich zum nächsten Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Und was für mich, als ich das verstanden habe, fast wie so eine kleine Erleuchtung war, in Anführungsstrich, zum Thema Reichtum, Fülle und Finanzen, hat mir sehr, sehr viel geholfen, wirklich mehr Reichtum in mein Leben zu ziehen. Und zwar die einfache Tatsache, dass wenn ich gebe, also wenn ich sozusagen Geld, Reichtum, Fülle gebe, in den Fluss bringe, dass genau das auch zurückkommt. Ich habe das vorhin, habe ich das schon so ein bisschen mit dem, dass wir Energiewesen sind, darauf zielte das hinaus. Aber hier möchte ich noch ein bisschen konkreter werden. Zu dem Zeitpunkt, als ich am wenigsten Geld gehabt habe, habe ich am meisten gegeben. Und das mache ich heute noch. Ich freue mir ein Loch in die Mütze, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und ich verstecke oft Geld an den unmöglichsten Stellen. Meistens mache ich das auf Toiletten und lege das Geld irgendwie, manchmal nur so 2 Euro, manchmal aber auch einen Fünfer oder einen 10-Euro-Schein oder einen 20er und lege das hin und stelle mir vor, wie da die Energie, die Liebe da hineinfließt und jemand, der das findet, der freut sich. Und was passiert dann? Das ist zum einen scheint es irgendwie ja eine selbstlose Tat zu sein, aber ganz ehrlich, im Grunde ist es das nicht, weil es macht total Freude zu geben. Und ich bin dann genau in dieser Energiefrequenz, in der Fülle. Weil wenn ich so viel geben kann, dann bin ich ja reich, dann bin ich in der Fülle. Und dann passiert genau das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich in dieser Energiefrequenz des Reichtums und der Fülle zu sein. Und dann, wie gesagt, dann kommt immer mehr. Und ich habe damit angefangen, jetzt wird der eine oder andere denken, ja klar, du hast ja auch Geld, du kannst das auch machen. Aber ich sage es nochmal in aller Deutlichkeit, ich habe damit angefangen zu einem Zeitpunkt, wo ich fast kein Geld hatte. Ja, und da habe ich sogar einen, ich hatte damals 100 D-Mark auf, ungefähr 100 D-Mark, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich bin aus der Bank raus und habe jemand, der ich zumindest glaubte, dass er das Geld brauchen kann, circa die Hälfte hergegeben. Obwohl ich hatte nichts anderes, keine Reserven oder nichts irgendetwas. Und ich habe das gegeben und es war ein großartiges Gefühl. Ich hatte zwar irgendwie, ich dachte, oh mein Gott, jetzt übertreibe ich aber ich bin dann immer mehr in diesen Fluss hineingekommen. Und dadurch konnte sozusagen auch eine Spirale entstehen. Ja? Also dieses Geben ist für mich ein wesentlicher Punkt, ja, um tatsächlich ganz praktisch Fülle in unser Leben zu ziehen. Kennst du das auch? Ja, also ich kenne sowas auch und ich mache das auch in Form von Geschenken oder so, dass ich zum Beispiel gerne Geschenke mache, wo die Leute nicht damit rechnen. Das ist auch zum Beispiel was in Form von Fülle. Gestern zum Beispiel habe ich meiner Freundin, die weiß das jetzt natürlich nicht, habe ich so eine Kette machen lassen, Your Name in Greek. Ich lebe ja in Griechenland und ich weiß, dass sie Griechenland-Fan ist und ich habe ihr den Namen machen lassen, ihren Namen als Kette. Und den schicke ich ihr und ich glaube, sie freut sich. Und ich denke auch, es ist immer so, was ich auch feststelle mit dem Geben,
wenn ich zum Beispiel einfach nur einkaufe. Es kann ja sein, wenn ich auch mir was kaufe oder wenn ich irgendwas gebe, dann ist, finde ich, auch immer wichtig, mit welchem Gefühl ich was gebe. Also kaufe ich das gerne oder habe ich das Geld jetzt gerne ausgegeben oder weitergegeben, weil damit kommt es ja auch in den Fluss. Oder wenn hier Leute auf der Straße, ja, Musiker oder sonst irgendwas, ich gebe das auch total gerne. Also da sehe ich direkt, wem ich es gebe. Aber das, ich finde, mit welcher Energie man das Geld gibt, das ist auch etwas, was wieder zurückkommt. Weil wenn ich das Geld nicht gerne weitergebe, dann fließt es natürlich auch nicht. Also da bin ich auch davon überzeugt, dass das so ist, ne? Also ich finde, ja, geben und nehmen, das ist auch im Fluss. Also ist wichtig und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich, dass es dem Geld Spaß macht oder mir Spaß macht oder der Energie so, ja, jetzt wirst du weitergegeben. So, das kenne ich auch, ja. Ja, also es ist tatsächlich so, ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast. Egal, wenn du deine Überweisungen machst, wenn du etwas einkaufst, wenn du auf dem Markt bist und was bezahlst, wenn du einen Kaffee trinkst, egal. Es sollte nicht heißen, ich muss bezahlen, sondern ich darf bezahlen, ja. Und ich kann bezahlen und mit Freude auch das zu tun, weil auch da ist, genauso wie du es eben beschrieben hast, es ist auch diese, ja, diese Freude auch und das Geld will ja auch sozusagen in den Fluss kommen, ja. Und wenn ich zum Beispiel eine Überweisung mache und mit der Energie, mein Gott, so eine Scheiße, ja, jetzt muss ich aber, keine Ahnung, die 500 Euro an irgendetwas überweisen. Ja, aber das hast du doch, du hast euren Gegenwert bekommen. Und wenn dir der Gegenwert das nicht wert ist, dann muss ich dich fragen, wieso hast du das getan? Ja, also wieso zahlst du dann oder nimmst das in Anspruch? Dann nimm doch nur Dinge in Anspruch, wo du auch gerne sozusagen den Geldwert gibst. Und das ist auch ein Umdenken. Also wir haben tatsächlich gelernt zu sagen, ich muss bezahlen. Ja, und wir werden aber uns da ein bisschen öffnen, auch mit unserer Sprache, anders umgehen und sagen, hey, es ist schön, dass du mir diesen Kaffee, also es war ein wunderbarer Kaffee und ich zahle den gerne und ich zahle auch gerne mehr dafür, ja, also anstatt für den Kaffee, ich gebe dir nicht nur die 2 Euro, hey, ich gebe dir heute 5 Euro, der Kaffee, der hat mir so gut getan, ja, der war so großartig, so toll geschmeckt und ja, also einfach diese Einstellung zu haben und dann passiert echt ganz, ganz wunderbare Dinge, ja, also. Schön, dass du es auch nochmal so ausgeführt hast. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, das ist auch etwas, ich habe vorhin schon gesagt, das war für mich wie eine Erleuchtung, aber dieser Punkt hier, der hat mich so richtig katapultiert. Und zwar das Verständnis dafür, dass es im Grunde nie um das Geld geht. Es geht nicht um das Geld. Wenn du Probleme hast, hast du keine Geldprobleme im Prinzip. Du hast Probleme aufgrund dessen, was dahinter steckt. Du willst doch gar kein Geld. Was willst du mit Geld? Geld kannst du nicht essen. Mit Geld kannst du dich nicht zudecken. Du kannst es noch nicht mal als Toilettenpapier verwenden. Ja, dafür ist es völlig ungeeignet. Oder egal. Also Geld ist, es geht immer nicht, es geht nie um das Geld. Es geht um das, was dahinter steckt. Du willst Geld haben, weil du deine Wohnung bezahlen möchtest, weil du dir schöne Dinge kaufen möchtest, weil du dir Nahrung kaufen möchtest, weil du in Urlaub gehen möchtest, weil du ein Coaching bei anderen buchen möchtest, weil du bla bla bla, ja, es geht immer um die Dinge dahinter. Und wenn wir das verstehen und nicht den Fokus auf das Geld legen, weil viele sagen, ja, ich manifestiere mir jetzt oder ich visualisiere mir jetzt 10.000 Euro, damit ich ja irgendetwas machen kann. Aber vergiss die 10.000 Euro. Warum willst du die 10.000 Euro? Weil du vielleicht irgendetwas damit bewirken möchtest, ja? Oder zum Beispiel, wenn du denkst, hey, ein Coaching bei Anna wäre super toll, ja, aber ich kann mir das nicht leisten, dann das glaube ich dir nicht. Ganz ehrlich, es geht nicht darum, ob du das leisten kannst, sondern geht es dir darum, willst du wirklich zum Beispiel dieses Coaching in Anspruch nehmen, weil es dir es wert ist? Dann kannst du zum Beispiel darauf sparen, ja, dass du dir das bei Anna leisten kannst oder wie auch immer. Ja, also frag dich, um was geht es? Also nicht das Geld im Vordergrund zu sehen, sondern wirklich um diese Dinge, die dahinter stecken. Und wenn wir das uns darauf konzentrieren, unser Gefühl darauf, also zum Beispiel, das mache ich schon lange so, also wenn ich mir irgendetwas wünsche oder wenn ich irgendetwas haben möchte, dann frage ich mich nicht, ob ich mir das leisten kann. Das ist nämlich nicht die entscheidende Frage, sondern ich frage mich immer, warum will ich das? Weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht, was steckt dahinter? Und wenn ich das klar habe, dann ist es wirklich egal, was das kostet. Dann werde ich das auch haben, wenn es wirklich etwas ist, was ich wirklich von Herzen haben möchte. Ja, also das finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Kennst du das auch?
Ja, Heidi, also das wollte ich auch noch sagen. Ich denke, was man wirklich will im Leben, das kommt zu einem. Das habe ich oft erlebt. Und es stimmt mit dem Geld. Da habe ich früher auch ein bisschen umdenken müssen oder so. Dann habe ich auch gemerkt, ja, also es geht nicht um den Betrag, es geht nicht um das Geld, sondern es geht wirklich darum, ja, was will ich denn mit dem Geld machen? Und es ist genauso, wie du sagst, also wenn jemand ein Coaching bei mir buchen möchte, ich bin natürlich sehr offen dafür, dann findet er bestimmt oder diejenige Person eine Möglichkeit, für eine Coachingstunde 90 Euro zu finden, ja, zu haben. Ne? Und ich kenne es von mir auch, wenn ich zum Beispiel, könnte ich jetzt sagen, ja, ich habe nicht das Geld, jetzt zum Beispiel ein Seminar von 2.000 Euro zu buchen, weil es super interessant ist. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich das unbedingt will, wird es bestimmt eine Möglichkeit geben, dass ich das Geld finde oder in Raten bezahle oder vielleicht habe ich dann auch das Geld, ja. Also es ist schon so, wie du sagst, dass man sich immer fragt, will ich das wirklich oder nicht, ne? Und damit hängt es zusammen. Das ist die entscheidende Frage, was ich denn überhaupt damit will. Und klar, es ist natürlich gut, wenn man einfach aufs Bankkonto geht, Geld abhebt und dann für bestimmte Dinge das Geld ausgibt. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich besser, als wenn man es nicht hat. Aber wenn man es nicht hat, muss man sich auch fragen, warum man es denn nicht hat. Dann ist auch wieder die Frage da, mit der man sich beschäftigt, ne? Und also ich kenne es auch, die Frage, was will ich wirklich, was will ich denn mit dem Geld machen? Und ich habe auch festgestellt, oft, ich habe es dann schon für die Geschichte, wenn ich was machen will. Und für die andere Geschichte muss ich mir überlegen, will ich es wirklich? Also ich finde die Fragen interessant. Das ist wichtig, ja, ist wichtig. Ja, also das finde ich ein sehr wesentlicher Punkt. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann löst sich, also für mich war das, wie gesagt, wie Erleuchtung, als ich das wirklich begriffen habe. Und das also bedeutet ja für mich in der Konsequenz, ich mache mir keine Gedanken um Geld. Und das mache ich auch nicht. Das ist für mich, als ich das wirklich so verstanden habe, habe ich diese Denkweise immer mehr in mein Leben etabliert. Und das Geld ist keine Frage. Also ich frage mich ernsthaft immer, will ich das? Will ich dieses Tool zum Beispiel mir kaufen oder will ich das für das ausgeben und so weiter? Also das ist, und dann, wenn ich das wirklich will, dann ist es gar kein Thema. Ja, also auch, wie gesagt, auch zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht so viel Geld hatte. Also das ist wirklich eine sehr essentielle Geschichte. Und nun komme ich zum nächsten Punkt, der für mich ja, natürlich der Kern ist des Ganzen. Und zwar, dass wenn wir uns mit dem Thema Reichtum, Fülle, Finanzen beschäftigen, kommen wir an dem Thema Berufung, Leben nicht dran vorbei. Ja? Weil, was bedeutet, oder wo ist hier der Zusammenhang? Reichtum, Finanzen und vor allen Dingen die Fülle, die kann doch nur im Inneren entstehen. Ja, also es kann nicht sein, auch wenn du es, natürlich kennen wir Menschen, die reich sind, aber im Inneren unerfüllt. Und so kann es nicht funktionieren. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen erfüllt sein, wir wollen reich sein. Ja, Reichtum innen und außen leben. Und der Reichtum entsteht tatsächlich erst im Innen, wenn ich erfüllt bin. Und wann bin ich erfüllt? Und das ist jetzt wirklich sehr spannend. Erfüllt bin ich dann, wenn ich meine Berufung lebe, also meinem inneren Ruf folge und wirklich das mache, was wirklich aus mir heraus will, was ich wirklich machen möchte. Von daher, wenn dich das Thema Finanzen, Reichtum und so weiter drückt, ja, und du wirklich ein Problem damit hast, dann rate ich dir wirklich aus tiefstem Herzen, beschäftige dich mit dem Thema Berufung. Und zu diesem Thema biete ich ja einiges an auf meiner Website. Also das ist ja mein Thema, Menschen zu begleiten, ihre Berufung zu finden und zu leben und auch von der Berufung zu leben. Und nicht nur deswegen ist es mir so wichtig, aber es ist so wichtig und essentiell, weil ich glaube, es ist auch besonders wichtig, dass wir Berufung auch vor allen Dingen im beruflichen Kontext umsetzen. Ja, das muss nicht von jetzt auf nachher passieren, sondern es kann Stück für Stück sein, ja, in deinem Tempo. Aber dann kommt immer mehr die Fülle, auch im Innen und natürlich auch im Außen. Ja. Und ich denke, das kennst du natürlich auch, oder? Ja, das kenne ich auch und ich finde, das strahlt man dann natürlich auch nach außen aus, wenn man erfüllt ist und wenn man Dinge tut. Ich finde, das sieht man einfach, wie man aussieht, das sieht man an der Haut, es sieht man am Strahlen im Gesicht, das sieht man an der Haltung, an dem, was man sagt, an dem, wenn man sich bewegt, was man tut. Und ich denke, dass wenn man in der Erfüllung
lebt. Und wenn man das tut, was man macht, dann lebt man natürlich auch umsichtiger, also mit anderen. Und man hat dann natürlich auch einen umsichtigeren Umgang mit dem Geld zum Beispiel, ja. Und ich denke auch, wenn ich jetzt Geld geschenkt bekommen würde, wenn mir würde jemand eine Million schenken, kommt drauf an, ob ich da so glücklich wäre, ja. Also ich glaube, ich würde sowieso einen Großteil wahrscheinlich wieder total verschenken oder so, ja. Den würde ich gleich wieder weitergeben. Ich würde natürlich einen Teil für mich behalten, aber ich würde den Rest weitergeben, weil das würde mich auch nicht glücklich machen. Also man hockt dann auf einer Million. Klar, ich liebe Geld und so, aber das ist eine Form von Energie, weiß ich nicht. Also die würde ich gleich wieder weitergeben, gleich in den Fluss bringen. Aber es würde mir nicht zu der Erfüllung beitragen. Ne? Erfüllung ist was, wenn man sich auf die Suche nach seinem Ruf begibt. Und da bist du ja Expertin drin, da beschäftigst du dich ja ganz lange damit. Und ich finde das wichtig, dabei zu bleiben. Also das ist schon gut, also dem eigenen Ruf zu folgen, dahin zu ziehen, wo man hin möchte, das auszuleben und die Berufung, also den Job, auch diese Arbeit zu machen, die man machen möchte. Ich finde es schon sehr wichtig, ja. Ja, sehr schön. Hast du auch sehr schön erklärt. Also bin ich ganz bei dir. Ja, und da komme ich gleich zu dem nächsten Punkt. Also wenn wir uns mit dem Thema Berufung beschäftigen, dann habe ich noch einen ganz, ganz praktischen Tipp, wie du das vielleicht auch in deinem Alltag einsetzt. Weil wenn wir unseren Alltag haben, ist es ja oft so, dass wir tatsächlich unseren inneren Ruf jetzt nicht immer so wahrnehmen, ja, und weil der Alltag in Anführungsstrich uns ja überrollt. Und ich habe hier vor einiger Zeit schon ein kleines Tool entwickelt und das setze ich so gerne ein und ich verwende das für mich auch. Und zwar, um mich immer wieder zu überprüfen bei Themen zum Beispiel, wo ich nicht sicher bin oder ob ich das so machen soll oder so machen soll. Und zwar hilft mir da eine, ich nenne das diese Best-Case-Version von mir. Das heißt, ich empfehle dir, dich mal hinzusetzen in einer ruhigen Minute und mal von dir und deinem Leben diese Best-Case-Version zu notieren. Das heißt, wie möchtest du sein, wie sollte idealerweise dein Leben, dein Sein tatsächlich sein? Ja? Wie sieht denn berufliches Wirken aus? Wie möchtest du dich fühlen? Mit welchen Menschen möchtest du dich beschäftigen? Wo möchtest du deine Energie hingeben? Welche Projekte möchtest du starten? Was möchtest du der Welt geben? Und so weiter. Also wirklich so eine ganz wunderbare Version von dir und deinem Leben zu kreieren. Eine Bedingung ist wichtig, wenn du das machst, und zwar, dass du nicht wertest. Also, dass du nicht denkst, naja, nett, was die jetzt da erzählt, ja, aber davon bin ich meilenweit entfernt. Nee, bist du nicht. Weil wenn du diesen Wunsch tief in dir hast, also wenn du den Wunsch hast, ein bestimmtes Projekt zu machen oder irgendeine Tätigkeit oder irgendein Wunsch in dir schlummert, dann hast du auch die Möglichkeit, diesen zu verwirklichen. Das kann doch gar nicht anders sein. Es ist in dir angelegt. Das bedeutet nur, bist du bereit, diesen Schritt dann auch wirklich zu gehen? Ja? Und diese, wenn du eine Best-Case-Version, also sozusagen ohne Wertung mal erstellst, dann kannst du dich auch im Alltag immer wieder fragen, tue ich das, was ich jetzt tue, bringt mich das meiner Best-Case-Version näher? Oder trägt sie dazu bei, dass ich irgendwann meine Best-Case-Version von mir lebe? Weil das ist nämlich das Entscheidende. Und wenn es das nicht tut, dann muss ich dich fragen, warum tust du irgendetwas? Ja? Und das ist für mich ein sehr hilfreiches Tool, also diese Best-Case-Version zu erstellen und im Alltag mich immer wieder zu hinterfragen, gehe ich sozusagen Schritte auf meine Best-Case-Version zu. Ja? Und wenn du das tust, dann kommst du immer mehr in diese Spirale und ganz ehrlich, meine erste Best-Case-Version, die habe ich vor fast 20 Jahren erstellt. Ja? Da hatte ich damals die Idee dazu. Und natürlich ist es heute, die habe ich schon längst überholt. Also das, was ich mir damals vorgestellt habe, da bin ich in Anführungsstrichen weit drüber hinaus. Das hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Und heute kommen aber trotzdem Dinge aus mir heraus, wo ich heute denke, mein Gott, ja, soll ich das wirklich machen? Das ist so groß. Aber ich weiß, weil ich ja schon Übung da drin habe, ich gehe diesen Weg. Und es ist in mir angelegt, also will es auch aus mir heraus. Ja?
Und kennst du sowas auch, Anna? Ja, also Best-Case-Situation, also den besten Fall im Leben sozusagen hervorrufen oder visualisieren, denke ich mal auch. Ja, also merke ich von meinem Coaching oder von den Leuten, ich höre ja auch oft, ja, ich würde ja so gern und ach, das könnte ich mir auch vorstellen und so. Ich könnte mir vorstellen, dann so ein Hotel zu eröffnen oder ich könnte mir vorstellen, das und das zu machen und so. Und dann sage ich auch mal, naja, was hält dich denn davon ab? Ne? Und ja, das ist ja so, ach, das ist ja utopisch, vielleicht noch im Ausland und so weiter. Aber im Endeffekt merke ich, die meisten Leute wissen eigentlich schon oft, was sie wollen. Aber es, wie du das auch vorhin gesagt hast, hält sie das ja dann oft viele Sachen zurück. Oder ich finde es auch total wichtig, immer zu gucken, ja, ist es mein Traum? Ich bin davon überzeugt, jeder Mensch hat einen Traum und hat eine bestimmte Gabe und hat natürlich hier auch eine bestimmte Aufgabe. Und je mehr man seine eigene Aufgabe erfüllt und so in seinem Bewusstsein ist, desto besser ist es für einen selbst und für die Umgebung auch. Und ich denke halt auch, es ist wichtig, immer wieder zu gucken, was will ich denn? Ist das noch mein Traum oder wo will ich denn wirklich hin? Wie sehe ich mich denn in 5 Jahren? Wo sehe ich mich denn da? Was mache ich denn da? Wie stelle ich mir meinen Traumjob vor? Wie stelle ich mir meine Berufung vor? Und ich finde es total wichtig. Und also ich bin auch dabei, das natürlich zu leben. Und ich merke, seitdem ich das mache, bin ich auch erfüllter, also ich bin einfach viel glücklicher, viel gelassener, viel ruhiger und ich habe auch gelernt, meinem Ruf zu folgen, auch wenn andere vielleicht sagen, wieso machst du das jetzt oder so oder ach wirklich und meinst du kannst davon leben oder also solche Sachen, wo ich denke, da höre ich einfach nicht mehr hin. Also, und es ist auch gut auch gut auf manche Dinge. Also ich höre auf die, wo ich merke, die haben das schon verwirklicht, was ich machen will. Also ich folge immer denen, wo ich sehe, bei denen hat es funktioniert. Finde ich auch nochmal wichtig, auf den Weg mitzugeben, mit der Berufung leben. Also ich höre überhaupt nicht mehr auf irgendwelche Leute, wenn ich merke, die haben das überhaupt noch nicht gelebt, was ich lebe. Die haben das gar noch nicht angefangen oder die haben nicht die Erfahrung darin. Ja, also ich finde, das möchte ich wirklich auch so nochmal von mir aus mitgeben. Also schau immer, wer hat es schon gelebt, was du leben möchtest und wer hat es erfolgreich umgesetzt. Weil wenn der das oder die das gemacht hat, dann kannst du das auch machen. Und das ist total wichtig. Und alle anderen so Zweifler und ja, das kannst du doch nicht oder bist du wahnsinnig oder das ist ja utopisch. Einfach nicht hinhören. Also, das ist das, was ich auf dem Weg gelernt habe. Und das finde ich auch total wichtig. Also das war jetzt nochmal wirklich sehr wertvoll, auch das nochmal zu sagen. Also dich an Menschen, also Inspiration zu holen von Menschen, die sozusagen ja ihr Leben leben und die erfüllt und glücklich sind. Und das bedeutet ja nicht, dass man das so machen muss wie diese Menschen, aber so wie du es schon gesagt hast, also einfach dich daran zu orientieren. Weil wenn eine Person irgendetwas erreichen konnte, also wenn eine Person sozusagen ein super erfolgreiches Buch schreiben konnte, dann ja, steckt es einfach sozusagen in uns drin und wir könnten das theoretisch auch. Die Frage ist nur, will ich das? Ja? Also sich wirklich auch da an solchen Menschen zu orientieren, finde ich ein sehr, sehr wertvoller Tipp auch. Und du hast noch etwas ganz Wertvolles gesagt. Nämlich, und ich möchte es nochmal ganz kurz aufgreifen, dass es wirklich so ist, dass diese Best-Case-Version, wie ich sie nenne, dass die sich auch immer wieder verändert. Ja, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, aber dass wir immer bereit sind, im Hier und Jetzt, ja, uns auf das einzulassen, was jetzt aus mir heraus möchte. Also hier und jetzt diesem inneren Ruf zu folgen und da die Best-Case-Version zu notieren, weil das ist dein Wegweiser. Also der innere Ruf ist sozusagen der Wegweiser, um deine Best-Case-Version umzusetzen. Ja. Und das finde ich nochmal wichtig. Also du hast es auch angesprochen. Und wie gesagt, fand ich jetzt nochmal wichtig, ja, darauf einzugehen. Gut, dann kommen wir das ist der achte Punkt. Und zwar, dieser Punkt ist mir besonders wichtig und der scheint oft irgendwie ein bisschen zu vergessen zu werden. Nämlich, dass der Punkt Freude. Und ich sage sogar, Folge der Freude und du lebst erfüllt, wenn ich es ganz runterbrechen müsste.
Und viele Menschen glauben, sagen, ja, klar, man soll Dinge machen, die einem Freude machen und so weiter. Ja, aber glauben gleichzeitig, dass das ja irgendwie nicht so alltagstauglich ist, ja? Wie Freude, okay, wenn ich der Freude folge, wie kann ich das im Beruf umsetzen und so weiter? Ganz ehrlich, ich tue das. Ich folge der Freude und gerade in meinem beruflichen Wirken setze ich das ein, ja? Und folge der Freude, das, was mir Freude macht, genau das mache ich, weil das gehört zu meiner Berufung. Da drängt mich mein innerer Ruf dazu. Und ganz ehrlich, Freude ist mehr als alltagstauglich. Weil wenn es die Freude nicht geben würde, würdest du nicht da sein. Freude ist nämlich die erschaffende Kraft, ja. Aus der Freude sind wir geboren worden, ja. Sozusagen, das ist der Funke. Ohne das funktioniert sozusagen erschaffen. Und großartige Dinge funktionieren nicht. Du kannst die großartigsten Ideen haben, wenn da nicht die Freude dahinter steckt, wird das nicht funktionieren. Und genauso ist es, erfüllt zu sein, reich zu sein, wenn da nicht die Freude dahinter steckt, wirst du nie wirklich dieses Gefühl von Reichtum, Fülle haben. Und ich kenne übrigens auch, das war bei mir früher, war das so, ich habe relativ jung, habe ich relativ viel Geld verdient. In einem Job, der mir, naja, es war okay, aber es war eben okay. Und aber ich habe trotzdem, obwohl ich relativ viel verdient habe, hatte ich nie genug Geld. Das war ein Phänomen. Ja, es hatte nichts mit dem realen Geldbetrag zu tun. Ich habe wesentlich mehr verdient wie mein Umfeld damals. Aber ich habe mich nicht so gefühlt. Und ich konnte dem auch nicht Raum geben. Und von Freude, da war schon gar keine Spur. Ich hatte nämlich damals habe ich im Bereich Personalberatung gearbeitet, Unternehmensberatung. Und ich habe damals oft das Gefühl gehabt, ich bekomme Schmerzensgeld. Ja? Und wie passt das sozusagen zusammen, erfüllt sein und Schmerzensgeld bekommen? Ja? Und ich glaube, das kennen ganz viele, oder? Das kennen bestimmt auch einige deiner Klienten, oder? Ja, einige meiner Klienten kennen es auch und wo ich merke, dass die Energie einfach nicht sehr hoch ist, was mit dem Job zusammenhängt, weil sie in einer Situation sind, wo sie irgendwie nicht so, wo die Energie halt so auf einem halben Level ist oder so, ja. Und ich merke natürlich auch, wenn ich meine Erfüllung lebe und ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, ich weiß noch, wo ich früher, habe ich ja als Schriftsetzerin gearbeitet, also wir haben Bücher und Zeitschriften technisch produziert, hatte sogar teilweise eine kleine Zeitung unter meiner Regie, das hatte ich dir ja schon mal erzählt. Und ich habe auch ziemlich gut verdient, mehr als mein Umfeld. Und ich habe immer gemerkt, das kann es nicht gewesen sein. Das kann es einfach nicht alles gewesen sein. Und ich bin froh, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, weil ich einfach mehr mit Menschen gerne arbeite und das Coaching deswegen auch gut passt. Und ich bin auch ein kreativer Mensch. Und ich erlebe es bei meinen Klienten auch, dass, ja, wenn die Berufung nicht da ist, ich merke, dass der Geist dann auch total konfus und verwirrt ist. Oder die Lebensrichtung fehlt und ja, dass sie dann schon auf der Suche sind, aber ich merke, der Geist ist nicht klar. Also das fällt mir auch immer wieder auf, gerade mit Leuten, die oder so abgestumpft oder es gibt so eine unterschwellige Aggression. Also von Erfülltsein ist da keine Rede. Also ich beobachte das oft und ja, ich finde es einfach nach wie vor wichtig, so wie du sagst, was deine Aufgabe ist, den Leuten dabei zu helfen, in seine eigene Berufung zu kommen. Da führt für mich auch persönlich kein Weg dran vorbei. Wenn ich ein glückliches Leben haben will, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Also das sehe ich auch so, ja. Ja, also ganz klar, also ich kann gar nicht anders sagen, wie so ist es. Also ich glaube, dass jeder eine Berufung hat, jeder sollte auch seine Berufung leben, beziehungsweise sie auf den Weg machen und das Stück für Stück integrieren. Und ich komme zu meinem letzten Punkt, der im Grunde so etwas wie ein Zusammenfassen von den vorherigen 8 Punkten ist. Im Grunde geht es, wenn wir vom Thema Reichtum, Fülle, Finanzen sprechen, tatsächlich darum, ein Bewusstsein dafür zu haben. Also zum einen dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass es hier darum geht, dass wir das Fülle in uns wahrnehmen, dass wir sie in uns wahrnehmen, dass sie in uns entsteht und dass wir dann sie nach außen bringen. Ja, also das ist ganz wichtig und dass wir diesem Thema auch Raum geben. Ja, und uns auch damit beschäftigen. Also wirklich ein Bewusstsein dafür schaffen und uns und auch die Fülle tatsächlich in unser Leben einziehen. Ja, indem wir
eine bewusste Wahl dafür treffen, also uns dafür entscheiden. Das ist ja auch so etwas. Also die meisten Menschen entscheiden sich nicht für ein erfülltes Leben. Das ist echt spannend. Die meisten behaupten zwar, dass es nicht stimmt, was ich jetzt sage, aber tatsächlich ist es so. Wir haben uns meist unbewusst entschieden, so ein bisschen mit angezogener Handbremse zu fahren durchs Leben, ja, anstatt wirklich mit Vollgas in ein erfülltes, glückliches Leben. Und dazu ist in allererster Linie ja eine Entscheidung zu treffen, nämlich die Entscheidung, ja, ich lebe bewusst ein Leben aus der Fülle und ich gehe jeden Tag einen kleinen Schritt weiter. Und da können, ich möchte noch so 3-4 Tipps, praktische Tipps an die Hand geben, die wirklich helfen können, dass wir im Alltag mehr, ja, mehr Fülle einkehren lassen sozusagen. Das erste ist, einfach deinen Fokus darauf lenken. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und ich kann einfach einen Fokus darauf lenken, indem ich zum Beispiel mir eine Liste erstelle, nennen sie Fülle, Reichtumsliste zum Beispiel, und du alles notierst für die Fülle in deinem Leben, ja. Und dazu gehört nicht nur Geld, aber auch das Geld. Also auch wenn du nicht viel hast, aber vielleicht hast du Geld und kannst dir zumindest deine Wohnung bezahlen, deine Nahrung und so weiter, wie auch immer. Dafür kannst du schon mal zufrieden sein oder Glück, zufrieden ist das falsche Wort, aber erfüllt sein, dass das so ist, dass du wenigstens das hast, wenigstens in Anführungsstrichen. Aber auch andere Dinge, es gibt ganz viele Dinge in deinem Leben, die mit Fülle und mit Reichtum du in Verbindung bringen kannst, wenn du deinen Fokus darauf legst. Vielleicht hast du ganz viele Bücher, vielleicht hast du Menschen, die dich erfüllen, wenn du mit ihnen zusammen bist. Ja? Erstelle also einfach mal eine Liste, die dich vor allen Dingen, und da, das jetzt kommt das Entscheidende, es geht nicht nur um diese Liste, dass du das alles auflistest, sondern dass du in dieses Gefühl von Reichtum und Fülle hineinkommst, weil es ist schön, wenn du nur darüber nachdenkst, ja, so dieses positive Denken oder dieses Fülle-Denken, aber das reicht nicht. Nein, es reicht wirklich nicht. Es ist wichtig, dass wir ins Gefühl kommen, also dass du dir erlaubst, dieses Fülle-Gefühl auch in dir, dass es sich immer mehr in dir ausbreitet. Also nicht nur das Denken, sondern auch ins Fühlen zu kommen. Also geh da ruhig in dieses Gefühl hinein und bade da drin sozusagen, dass du schon erfüllt bist und jeden Tag auch immer mehr Fülle in deinem Leben sich etablieren wird. Also das ist der erste Punkt. Dann helfen natürlich auch, vielleicht ist es für den einen oder anderen ein bisschen abgehoben jetzt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ein Punkt ist, der noch viel zu wenig beachtet wird. Und zwar, dass die Natur kann uns sehr helfen in diesem Zusammenhang. Und zwar mit Heilsteinen. Und es gibt bestimmte Heilsteine, die auch helfen, weil Steine oder Heilsteine, die haben auch eine bestimmte Frequenz, eine bestimmte Energiefrequenz. Und die haben auch eine bestimmte Aufgabe. Jeder Heilstein, jeder Stein hat eine Aufgabe. Und es gibt, wie gesagt, Steine, die auch dazu führen, dass man mehr Fülle, mehr Reichtum ins Leben ziehen kann. Und zum Beispiel kann das einmal, ist es, wie heißt der jetzt, das Tigerauge, der Edelstein, das Tigerauge. Da kann man einfach mal googeln und sich so einen Stein bestellen oder auch, es gibt ja auch Läden mittlerweile, wo man sich das holen kann. Also und den, den zum Beispiel zu Hause irgendwo hinstellen oder ins Wasser legen und damit du sozusagen die Fülle auch trinkst. Ja, also die auch Steine haben dann sozusagen auch eine entfaltende Wirkung. Also sich einfach damit mal ein bisschen beschäftigen. Das ist noch etwas ganz Praktisches. Ein dritter Punkt ist, das habe ich gemacht, als ich mehr Fülle in meinem Leben ziehen wollte, habe ich eine Collage erstellt. Und zwar, ich habe das so gemacht, ich habe ein Riesenbild genommen und eine Riesenleinwand und habe in die Mitte ein Bild von mir gemacht und habe dann ganz viele Geldscheine ausgeschnitten und die habe ich dann draufgeklebt, sodass sie, das hat ausgesehen, wie wenn das Geld sozusagen, diese ganzen Scheine zu mir fließen. Ich habe das auch dann so untermalt, untermauert. Und auch da geht es geht nicht um diese Collage an für sich. Vielleicht liegt es dir eher zu singen oder so, ja, dass du Geld in dein Leben ziehst. Es geht um dieses Gefühl, ja, in dieses Gefühl der Fülle hineinzukommen. Und dann komme ich nämlich zum nächsten Tipp. Natürlich helfen Affirmationen, ja. Affirmationen helfen vor allen Dingen dann, wenn du sie annähernd glauben kannst. Also wenn du jetzt dir eine Affirmation aufsagst, ich bin reich, ja, und du glaubst es aber nicht, dann hilft es nicht wirklich. Also lieber eine Affirmation kreieren. Zum Beispiel, ich ziehe jeden Tag ein bisschen mehr Fülle in mein Leben oder ein bisschen mehr Geld in mein Leben. Das kannst du vielleicht glauben, so dieses Schritt für Schritt. Ja? Also du musst an dir glauben und ins Gefühl kommen.
Also das ist ja, sind so ein paar praktische Tipps, wie ja, wir tatsächlich mehr Geld in das Leben ziehen können. Und das, was ich vorhin gesagt habe, ganz konkret, auch dieses Geben. Also vielleicht hast du ja auch Lust, mehr zu geben, auch ja, Geld vielleicht, also vielleicht jetzt nicht gerade Scheine oder so, aber auch Münzen irgendwo hinzulegen oder überhaupt dein Ausgeben von Geld zu überdenken, welche Energie bringst du da hinein und da auch ganz praktisch mehr Liebe hineinfließen zu lassen. Also wenn du den Geldschein hergibst, dann kannst du dir ja vorstellen, dass er mit Liebe aufgeladen ist und du mit deinem Geld sozusagen mehr Liebe verbreitest. Natürlich kommt es auch zurück. Vielleicht hast du ja auch noch den einen oder anderen Tipp, Anna. Ja, also weil du gerade von Steinen sprichst, ich habe zurzeit immer, es ist kein Tigerauge, aber ein Rosenquarz. Der ist ja gut fürs Herz. Den soll man sich ja aufs Herz legen oder der stimuliert das Herz. Aber das ist natürlich auch eine gute Übung, um in die Fülle und in den Reichtum zu kommen. Und ich finde auch, also für mich ist Fülle und Reichtum, ich lebe ja hier in Griechenland, ich sage es jetzt nochmal, weil ich dieses Land so liebe. Und hier gibt es ja diese riesen Agaven, also die sind so Kakteenform, die sind. Und für mich ist es immer eine Fülle und ein Reichtum, wenn ich hier, ich wohne hier so mit am höchsten Berg, auch in Athen gerade. Und wenn ich dann in dieser Natur, in dieser Landschaft spazieren gehe, das ist immer für mich ein Reichtum, ja. Und ich denke, es ist wichtig zu wissen, was man an Reichtum hat, für was man auch dankbar sein kann. Das hängt auch damit zusammen. Ich habe in meinen Seminaren auch oft oder auch im Coaching mache ich das immer so eine Anerkennungsrunde gemacht und eine für dich selbst auch. Und es ist immer erstaunlich, dass es gibt immer noch Menschen, die können sich selbst keine Anerkennung auch geben. Für die fällt es schwer, warum sie sich selbst überhaupt dankbar sein soll. Das hat auch was mit Reichtum zu tun, ne? Und ja, ich fand es interessant mit dem Tigerauge, muss ich mir gleich mal später auch anschauen. Steine finde ich auch gut. Finde ich auch eine sehr energetische Wirkung. Das merke ich, weil hier in Griechenland gibt es natürlich auch viele Steine. Und ich habe das gemerkt, wo ich am Meer direkt gelebt habe. Das war für mich auch Fülle, Reichtum. Ja, und Mindmap, also ich sage zu diesem, was du gesagt hast, zu dieser, die habe ich auch im Coaching oft verwendet, so eine Visualisierung, also wo die Leute ihre Sachen aufkleben, ausschneiden, bestimmte Dinge, die sie sich vorstellen. Ich habe mal eine gemacht und es ist alles eingetroffen. Das war sehr interessant. Das war sehr gut. Also es funktioniert, wenn man diesen Wunsch wirklich hat. Und ja, das ist auch meine Erfahrung. Das funktioniert schon. Ja, sehr schön. Noch eine kleine Ergänzung zu den Steinen. Es gibt auch den Kupfernugget. Das ist auch nochmal so, nochmal ein Tipp. Die sind so recht klein. Aber wenn man so einen Kupfernugget sich kauft und den in den Geldbeutel reinmacht und ja, dann einfach mal wirken lässt, der hat schon mal Wirkung. Also ich kenne das, ich habe das mal meiner Schwester empfohlen, weil ich das selbst schon hatte und ich habe das Gefühl gehabt, ja, da fließt mehr. Aber meine Schwester, die hat Dinge erlebt. Aber einmal sind die, also wirklich, da sind Geldbeträge ab dem Zeitpunkt geflossen, die ist fast durchgedreht. Also das war echt, das war der absolute Hammer. Ich meine, okay, das mag jetzt vielleicht nicht nur der Stein gewesen sein, sondern auch die Einstellung dann dazu. Ne? Wenn man das ja macht, dann geht man ja, dann öffnet man sich ja dafür und ist ja auch in dieser Energiefrequenz. Also es wirkt ja alles zusammen, aber das war jetzt nochmal ergänzend dazu. Gut, aber ich habe jetzt noch, bevor wir zum Schluss kommen, möchtest du noch was sagen, Anna? Weil ich würde dann ganz gern, würde ich jetzt noch so eine kleine Übung machen und die dir helfen kann, ja, dich von dem zu lösen, was dir jetzt gerade nicht dienlich ist, um wirklich ja, vor allem energetisch dich davon zu lösen, was dich daran hindert, in der Fülle zu sein. Hast du noch was anderes vorher, Anna? Nee, also ich bin gespannt auf die Übung. Ich werde mich dann auch zum Schluss nochmal verabschieden und ja, also ich bin jetzt gespannt. Gut, also dann eine kleine Übung. Dann kommen wir, wenn du die mitmachen möchtest, komm einfach mal ein bisschen zur Ruhe. Vielleicht schließt du auch einfach deine Augen und nimmst mal ganz bewusst deinen Atem wahr. Nimm dich wahr und atme ganz tief. Atme bewusst ein und lass den Atem sich in deinem ganzen Körper, in deinem ganzen Sein ausbreiten. Und während du ausatmest, lässt du los. All das,
was jetzt vielleicht dich beschäftigt, all die Gedanken, lass einfach los. Du atmest bewusst ein und aus. Und wenn Gedanken kommen, dann versuch sie nicht festzuhalten oder wegzudrücken, sondern atme einfach bewusst weiter. Und komm bei dir an. Du merkst schon beim Ausatmen, dass immer mehr Ruhe einkehrt. Du atmest ganz tief ein und aus. Nun stell dir bitte vor, dass du oberhalb deines Kopfes mit beiden Händen ein großes Sieb festhältst. Ein Sieb, ich leite dich gleich dadurch. Der Hintergedanke ist der, dass du mit diesem Sieb all das aus deinem System heraussiebst, energetisch, was dich daran hindert, in der Fülle zu sein. All die Blockaden, all die Hindernisse, all die Glaubenssätze vielleicht auch. All dies, was dir nicht mehr dienlich ist. Und ich leite dich durch deinen ganzen Körper hindurch. Eine Bitte habe ich. Wenn du das Sieb durch deinen Körper führst und du merkst, dass es an manchen Stellen vielleicht ein bisschen schwerer wird, meistens ist es so im Kopfbereich, ja, weil da die Gedanken meist ja so kreisen, oder auch im Halsbereich, die Kommunikation und vor allen Dingen auch im Herzbereich, dann und du merkst, es geht da ein bisschen schwerer mit dem Sieb. Dann nicht mit Kraft, ja, oder auch mit Druck sozusagen weiter ziehen, sondern mach einfach die Maschen gedanklich ein kleines bisschen weiter, dass du einfacher da durchkommst. Aber trotzdem konsequent weiter ziehen. Und wenn wir dann sozusagen durch unseren ganzen Körper durchgesiebt haben, dann lassen wir das alles los. Ja, okay. Also, atmen wir nochmal ganz tief durch. Ein und aus. Und stell dir vor, du nimmst nun das Sieb oberhalb deines Kopfes und ziehst es nun langsam in deinen Kopfbereich und hast den Wunsch und die Bereitschaft, all das herauszusieben, was dir nicht mehr dienlich ist. Und vielleicht merkst du das auch, dass das kribbelt oder dass sich da etwas tut. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Das ist pure Energiearbeit, die du jetzt gerade leistest. Du nimmst das Sieb und ziehst es langsam, aber sicher durch deinen Kopfbereich. Und wie gesagt, du hast den Wunsch und die Bereitschaft, von all dem nicht zu lösen, was dir nicht mehr dienlich ist. All die nicht dienlichen Glaubenssätze, Blockaden, Denkmuster. Und du hast den Wunsch, das loszulassen. Du bist bereit dafür. Du ziehst das Sieb weiter und weiter und kommst auf Halshöhe. Und gerade hier im Halsbereich. Auch die Kommunikation nach außen, aber auch die Kommunikation nach innen. Wie sprichst du zu dir selbst? Ja? Was sagst du dir tagtäglich über dich selbst? All diese nicht dienlichen Glaubenssätze und ja, Aussagen, all das kannst du nun loslassen. Du siebst es heraus. Du bist bereit, das alles loszulassen. Ja? Und du tust es. Und du ziehst das Sieb weiter und weiter und kommst auf Herzhöhe. Und auch hier hast du den tiefen Wunsch und die Bereitschaft, dich von all dem zu lösen, all den Blockaden, all den Verkrustungen, all diesen Herzblockaden, ja, all das loszulassen. Loszulassen, was jetzt möglich ist. Du hast den Wunsch und die tiefe Bereitschaft, dies zu tun. Du lässt zu, dass du loslässt. Du lässt geschehen. Und du ziehst das Sieb immer weiter und weiter. Du kommst auf Bauchhöhebereich. Und auch da, ja, dieses Bauchgefühl. Beziehungsweise da ist ja auch dein drittes Chakra, dein Solarplexus sozusagen. Und auch hier hat sich ganz viel angesammelt, ja, was uns daran hindert, tatsächlich in die Fülle zu kommen oder unser Bauchgefühl auch wahrzunehmen. Auch hier hast du den Wunsch und die Bereitschaft, alles rauszuziehen, was dir nicht mehr dienlich ist. Und du lässt los. Du lässt los und lässt zu.
Und du ziehst das Lied weiter und weiter. Und du kommst, ja, zu deinem ersten Chakra, das sich so, ja, auf deinem Ende deines Beckenbereiches befindet. Und auch hier geht es vor allen Dingen darum, all das, was dich daran hindert, sozusagen ins Urvertrauen zu kommen, was sehr viel mit Fülle und Reichtum zu tun hat, auch hier lässt du zu, dass all das herausgesiebt wird. Ja? Und du ziehst das Sieb weiter, weiter, weiter. Und du kommst zu den Beinen. Und die Beine stehen vor allen Dingen, in Bewegung zu kommen, die Dinge in Bewegung zu bringen. Und du ziehst das Sieb durch deine Beine und löst dich von allem, was sozusagen dich daran hindert, in die Gänge zu kommen, deine Fülle zu leben, deine Reichtum von innen zu leben und es noch nach außen zu bringen. Und du ziehst das Sieb weiter und weiter und weiter und kommst zu den Füßen. Und langsam aber sicher ziehst du nun dein Sieb bei den Füßen heraus. Und du nimmst dieses Sieb, was du herausgesiebt hast, und all das, was da drin ist. Vielleicht fühlt sich das jetzt ganz schwer an. Ja? Und du machst daraus ein Paket, ein Knäuel, eine Kugel, was auch immer für dich jetzt gerade stimmig ist. Und du nimmst das Herausgesiebte und lässt es los. Du lässt zu, dass das, was du herausgesiebt hast, dass ich das in Licht und Liebe, ja, dass das losgelassen wird und dass das heilt und dass das sich transformieren kann. Lass los. Lass jetzt los. Hab den Wunsch und die Bereitschaft, dich von all dem zu lösen, was dir nicht mehr dienlich ist. Dass du immer mehr in deine Kraft, in deine Fülle kommst. Du lässt los. Und du merkst nun langsam schon, wie du leichter wirst und leichter bist. Und nun genieß dieses Gefühl von Leichtigkeit oder leichter sein. Und nimm noch ein weiteres Gefühl hinzu, nämlich die Dankbarkeit. Dankbar, dass du nun Raum geschaffen hast, mehr in die Fülle zu kommen, mehr aus der Fülle zu leben. Lass die Dankbarkeit, ja, nimm sie in deinem Herzen wahr und lass die Dankbarkeit sich aus deinem Herzen heraus ausbreiten, immer mehr und mehr, sodass die Dankbarkeit und die Fülle gleichzeitig von dir und deinem ganzen Körper und deinem ganzen Energiefeld Besitz ergreift. Und du genießt genau dieses Gefühl jetzt und lässt das Ausbreiten zu. Genieße es. Und wenn du nun bereit bist, dann komm in deinem Tempo zurück. In das Hier und Jetzt und dein erfüllten Sein. Und Anna, wie hat sich das für dich angefühlt? War sehr gut. Hat mich total entspannt. Hat mich total entspannt und ja, mir Klarheit gegeben. Es war gut, auch mal mit dem Sieb durchzufahren und mal alles zu reinigen. Und ja, das war schon sehr gut. Mhm. Sehr schön. Wenn du nun ja, denkst, ja, okay, du möchtest ein bisschen tiefer in diese Materie eindringen, ja, und dazu habe ich noch eine umfangreiche Meditation, eine meditative Affirmationsreise, weil es einfach den Rahmen hier sprengen würde. Die würde ich dir gerne kostenlos zur Verfügung stellen. Ja, abonniere einfach mein Newsletter, dann bekommst du diese Meditation zum Thema Reichtum und Fülle. Und ich bedanke mich bei dir, liebe Anna, für dieses tolle Interview oder es war eigentlich ein Gespräch sozusagen. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Anna, du möchtest bestimmt auch noch was sagen. Genau. Also ich bedanke mich auch bei dir, liebe Heidi. Es war mal wieder sehr inspirierend und ich habe auch wieder was dazu gelernt. Meditation liebe ich auch und mache das auch öfters. Und es war eine sehr gute Meditation mit dem Sieb. Also diese Vorstellung hat mir sehr gut gefallen.
Und ja, ihr könnt natürlich auch bei der Heidi Wellmann auf ihrer neuen Webseite heidemariewellmann.de gerne vorbeischauen. Ladet euch auf jeden Fall die Meditation herunter. Ich finde, die ist sehr wertvoll. Und da gibt es auch noch andere viele wertvolle Tools zum Thema Berufung auf Heidis Webseite. Wenn ihr euch, ihr könnt auch gerne auf meine Webseite gehen, auf annaroth-coaching.com, könnt ihr euch auch ein kostenloses Tool herunterladen, das heißt, bestimme deine Lebensqualität. Da kannst du schon mal schauen, in welchen Lebensbereichen du Erfüllung hast und welche, in welchen Lebensbereichen du denkst, da würdest du gerne noch ein bisschen dran arbeiten. Kannst auch gerne mal 15 Minuten kostenlos mit mir buchen, wenn du merkst, die Anna ist mir sympathisch und ich habe ein Thema im Moment, ob das Beziehung ist oder du stehst vor einer Entscheidung, wie auch immer. Oder du merkst, du könntest auch noch mehr aus deinem Leben machen, kennst deine Talente noch nicht. Oder buch eine Coachingstunde mit mir. Schau einfach mal auch auf meiner Webseite vorbei. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss.